Ja, da ist so ein Stückchen von diesen sensiblen Emil drin. Macht das Ritter. Was bewirkt er auf uns? Dieser Titel. Vertrau mir, ich bin der Beschützer. Ein Ritter von Rodactos. Diese roten Augen sind nur für Matter da. P-Angriff, Glück und Geschwindigkeit. Aha. Wäre vom Vorteil, ne? Aha. Haben wir Rodactor-Modus. Was haben wir denn momentan? Prinz meiner Träume habe ich an. Im Endeffekt ist das dasselbe. Nehmen wir Matos Ritter. So. Jetzt wollte ich weiter nach unten. Genau, hier geht's lang. Und dann geht es hier lang. Und wir kommen immer tiefer. Und da haben wir noch einen Totengräber. Sehr schön. Na komm. Ah, drei Finsternis. Ich glaube es nicht. So, Formation. Eine Strategie. Erstmal wieder das Ganze machen. Ach, das ist auch nur ein Dämon zwischen. Zauberbindung. Was war das denn jetzt? Ich werde es irgendwie hinkriegen, dass ich noch einen Dämon kriege. Einen Totengräber. Zauberbindung. Und jetzt noch den Dämon hier killen. Einen von den beiden möchte ich schon gerne haben. Komm, Zauberbindung. Hallo. Zack. Und jetzt könnt ihr wieder voll angreifen. So. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kleine kommt, ne? Nein, der Dämon. Ja, geil. Der Schattendrache verstärkt. Wie geil ist das denn? Es ist ein Donnermonster. Boah, der sieht schon geil aus. Eine Ähnlichkeit mit Imperialdramon. Nein, das ist doch fies. Das ist fies. Ah, oh, da habe ich mir solche Mühe gegeben. Gut, ich kann die abspeichern. Das heißt aber nichts, oder? Wo geht's denn hier? Jetzt bin ich voll, ne? Nein, doch nicht. Wo geht's denn hier dann weiter? Hä? Ich sehe auch nichts. Hallo? Kann jemand bitte mal Licht anmachen? Ich dachte, hier geht's weiter. Ich bin doch schon ganz unten. Ach, da geht es weiter. Okay. Da war das nur zum Speichern gedacht. Und jetzt geht's hier runter. Ja, es ist wirklich sehr dunkel. Shadow, the summoned spirit of darkness, 2 years ago, but this wasn't here then. Maybe it's some sort of switch. Er sagt mir nicht, das war alles jetzt nur für den Schalter, der da oben war. In der Ferne ertönt ein lautes Geräusch. Ernsthaft? Jetzt darf ich den ganzen Dreck nach. Oh, Spiel, was tust du? Oder. In der Ferne. Ja, das heißt, ich muss bestimmt wieder ganz nach oben. Da ist der Schalter für die Geheimtür. Ja, ich muss nach oben. Ach, du Jimmy. Was soll das denn? Na gut, dann müssen wir halt nochmal nach oben laufen.
in der Dunkelheit. Finde ich jetzt auf Anhieb den richtigen Weg? Ich hoffe mal. Und da muss ich noch kämpfen. Hatte ich eigentlich jetzt nicht vorgehabt. Aber gut. Da kann ich auch nichts machen. Na komm. Hallo. So, ich werde gleich nochmal meine Kamikaze auswechseln. Weil ich gleich auf jeden Fall meine stärksten Armaturen mitnehmen möchte. Weil ich habe das Gefühl, dass gleich ein großer Kampf kommt. Und da die beiden noch heilen können, zusätzlich, ist es nicht verkehrt, sie mitzunehmen. Ich schalte jetzt einfach nur zu, um das PP zu sparen. Und wir schalten sie auch trotzdem aus. Galenit erreicht Level 17 und Terra 22. Sehr schön. Kriegen sie nochmal ein Level ab, bevor wir zu einem starken Gegner gelangen. So, das war soweit richtig. Und jetzt war es irgendwo hier lang, ne? Immer nach oben. Ah. Das hätte ich ausweichen können. Aber gut. Ist halt so. So. Das haben wir erledigt. Ja, ich schlage jetzt einfach nur zu, weil ich ein bisschen PP sparen möchte. Und direkt beide auf einmal. Besser kann es nicht laufen. Macht es weniger spannend. Aber wenn du es meinst. Sind wir jetzt gleich wieder oben? Oder kommt da noch was? Es geht noch höher. Ah, okay, wir sind jetzt schon oben. Das ist sehr schön. Ja, der Gang ist wirklich ziemlich lang. So, jetzt können wir die Abkürzung hier nehmen. Und da ist die Geheimtür, die aufgegangen ist. It's open. Looks like that switch we found was a link to this wall. I wonder if Tenebrae's up ahead. Probably. Though I'm sure we'll find some enemies waiting for us as well. You mean the voices we heard earlier? The only people with any business in a place like this would be Lloyd or the Vanguard. We can't let them take Tenebrae. Let's go. Dann mal los. Wer auch immer da ist, wir halten ihn auf. Okay. Das macht mir schon Angst. Es geht einfach an. Da ist ein Monster. Nein, lass mich in Ruhe. Das Einzige, was ich machen kann, ist nur noch laufen. Laufen, laufen, laufen. Ja, wir sind unten und da wartet noch ein Monster auf mich. Ja. Das war jetzt nicht so geplant, dass er uns angreift. Ja, gut. Kann ich nichts ändern. So. Komm. Photon. Spart er mehr Kräfte für den Kampf, der wohl gleich kommen wird. Am Ende des Ganges. Doppelschlag hat irgendjemand erlernt. Ich konnte es jetzt nicht genau lesen. So, vorher nochmal speichern zur Sicherheit. So, und dann gehen wir weiter. Und ich sehe da hinten schon was. I sense Aqua.
So that energy I felt was Tenebrae returning to core form. How convenient. If we destroy him here... Not so fast! Emil! You're not taking Tenebrae! For someone who had to resort to a cheap trick in Flanor, you seem pretty sure of yourself. Just accept the fact you were beaten. Yes, you're right. Stop interfering. I don't want to fight you. That's too bad. Because I can't wait to kill you! Ernsthaft? Wir kämpfen gegen Richter? Aber ich hatte es mir schon fast gedacht. Okay, los geht's. Ich glaube, wir können gegen ihn nicht gewinnen. Nein, Level 50. Okay, das ist so gewollt. Wir können nicht gewinnen. Also er kriegt auch nichts abgezogen. Hallo? Wieso? Macht er nichts? Egal, dritte Bewegung. Teufelsrache mit auslöschen. Ja. Ja komm, töte uns, besiege uns. Oder müssen wir einfach nur aushalten? Das kann auch sein. Einfach nur so lange aushalten. Aber ich hatte mich tot gemacht. Jetzt fängt er an. Und ich habe ich ja vorher gespeichert. So, was willst du? Jetzt holt die alles wieder. Okay. Jetzt ist es vorbei. Guess you're tougher than I thought. Looks like I'll just have to hit you with another one! Emil... You're... I just can't believe it. I don't know what the hell you're talking about. Emil, listen to me. You must cease being a knight of Ratatosk. If you won't, then I'll have to... Quit your pointless whining! Die! Wait, Emil! Calm down! Return back to normal! You're destroying the whole temple! Shut up! Get out of my way! Ein Soul Hour! Eternal Recurrence! What? Where am I? Marta? Marta, where are you? Damn it! Where did she go? Tenebrae's core must have fallen with me.
Tenebrakes Kern erhalten. Emil hat die Fertigkeit Tenebrake erlernt. Was ist geschehen mit den ganzen Leuten? Und wo sind wir? Sind wir jetzt ganz unten wieder angelangt? Bevor ich das mir anhöre. Was war das? Was ist die Fertigkeit? Emil. Tenebrae, was ist das? Dämonenzahn. Oh, das will ich mir definitiv anschauen. Dämonenzahn. Demon Fang. Die Arte einmal auswählen. Dann packe ich einmal Kaufschlag raus und setze Dämonenzahn ein. Oh mein Gott, was ist passiert? Kommt das wieder? Ja, ich muss Marta finden. I need to find Marta and have her hatch Tenebrae's core fast. Ja, ich habe auch keinen blassen Schimmer, was hier gerade geschehen ist. Wir sind wieder noch. Wir sind unten gelandet. Emil ist vollkommen ausgerastet und da steht auch. Marta, you're okay! Emil! Does it hurt? I treated myself. I'm okay. It's my fault. I never meant for you to get hurt. It's okay, but what's happening to you? Sheena mentioned it too. You've been in Ratatosk mode for a long time. So you're on their side. Huh? Sheena and Richter are both on my case to return to the normal me. And now you too! No, I didn't say... Why? Why should I? My normal self is a pathetic weakling, a cowardly dog who'll never amount to anything. Emil! You said you wanted me to protect you, as a knight of Ratatosk. And that's exactly what I'm doing, so what's the problem? Emil, I didn't mean it like that. Maybe I should just disappear. None of you want me around. Are you okay? Sheena! Sheena, you're okay too! Yes, I'm glad both you and Marta are safe, but... But... Tenebrae won't wake up. Tenebrae? So Richter didn't get him after all. What are you talking about? You grabbed the core yourself! Huh? I guess I did. Look, I've been trying the same thing I always do to hatch Centurions, but Tenebrae won't wake up. Whoa! What was that? Tenebrae? Emil, Lady Marta, my most humble apologies for worrying you so. Tenebrae, are you okay? Centurions do not die. They only regress to their core state. Though I would not have been able to awaken had you two not come for me. Tenebrae, you sacrificed yourself for me. I'm sorry. Please, think nothing of it. Thank goodness. I can't stand saying goodbye to friends. Tenebrae! All right, should we start heading back to Meltokyo? Regal must be worried by now. Right. Wait. What about Richter?
Any idea what happened to him? I was caught up in the cave-in, so I can't say exactly for sure. But it looked like that Centurion Aqua rescued him before he was crushed. Then he's still alive. Yeah, probably. Good. The Ratatosk mode you and the normal you are like night and day. So, beide sind wieder da und ja, wunderbar, alles ist wieder beim Alten. Und ich kann sie weiterentwickeln, aber das werde ich noch nicht tun. Sie braucht noch ein Level. Gut, ich sehe gerade, die Zeit ist wieder abgelaufen. Willkommen zurück, das werden wir uns beim nächsten Mal erfahren. Ich werde mal jetzt, ich werde rausgehen und gucken, wo ich speichern kann, ohne dass ich irgendwie, ohne dass ich einen Story-Fortschritt mache. Ich muss mal gucken, wo ich da was finde. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Also, bis dann.